Doch, das machen wir wieder weg, weil das sieht doch nicht so gut aus. Und dann bekommen wir wieder ein bisschen Dirt wieder. Damit können wir wieder was Schönes bauen. Oder zum Beispiel auf dem Server verkaufen. So, wie lange nehmen wir schon auf eigentlich? Okay, das passt noch ein bisschen rein, du. Das sage ich immer. Apropos reinpassen. Ich habe nämlich meine externe HD. Da hatte ich letztes Mal so ein kleines Problem mit. Da kamen nämlich die 2 Tage auch keine Folgen, weil ich nämlich ein Problem damit hatte, weil meine externe HD voll war. Und das hat irgendwie so ein komisches Windows-Format. FAT, glaube ich. Also FAT von Dingsbums her. Von einer Speicherung, irgendwie sowas. Und FAT kann ich zwar auf Mac OS X und Windows Windows benutzen, aber das Problem dabei ist einfach, dass ich sozusagen nicht da drauf speichern kann. Also ich kann nur mit Fraps direkt da drauf speichern, aber das ist halt auch nur bedingt möglich, also nicht immer. Und ich kann ja mal kurz nachgucken, wie groß jetzt schon wieder dieser Ordner ist, den ich aufgenommen habe. Der ist jetzt, wie groß? Ein Moment, der ist jetzt, ja, 90 GB schon groß, ne? Und ich habe jetzt gerade erst eine Stunde ungefähr aufgenommen. Und da könnt ihr mal zusammenrechnen, wie viel Gigabyte da zusammenkommen, wenn ich da 2 Projekte laufen habe. Und das ist wirklich, ja, das ist wirklich sehr viel, was da zusammenkommt. Ne? Okay, nächstes Thema übrigens kann ich auch mal ansprechen, die Wahlen und sowas. Ich wollte ja politisch eigentlich so nicht was sagen, weil ich erstens nicht so viel Plan davon habe. Also schon ein bisschen, aber halt nicht so viel, dass ich darüber sprechen kann in diesem Let's Play. Lass dich einfach mal weg. FAQ-Video, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Also dieses FAQ-Video mit, ja, mit den ganzen Fragen von euch, ist ja klar, FAQ, ne? Ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich fand es eigentlich ganz geil. Also, das hat ein bisschen lange gedauert, das zu schneiden und so. Aber eigentlich von der Ambiente her, fand ich das alles sehr, sehr schön und so. Ich habe mir viel Mühe gegeben, auch mit dem Bild da, was ihr da gesehen habt aus Minecraft. War sorgfältig ausgesucht und jetzt lackt es. Und ich gucke manchmal immer auf mein Inventar hier, ob das schon wieder so verpixelt ist oder so komisch wie letzte Mal, weil das ist einfach, dann hat Java irgendwie nicht genug Speicher oder so. So, jetzt bin ich schneller als das Wasser. Zack. So. Ja, beide Ströme sind gleich, also habe ich auch keinen Fehler gemacht. Jetzt muss ich hier noch alles einsehen. So, wie sollen wir das machen? Sollen wir hier so einen künstlichen Berg machen oder sollen wir das einfach hier aus Wasser alles machen, weil das spawnt sowieso nichts? Jetzt sind das halt so Fragen, ne? Weil das dauert extrem lange, glaube ich, jetzt das so zu machen. So, ich glaube, ich mache erstmal hier das alles fertig und dann können wir ja später die Sachen da weiterbauen. Die ganzen, ne? Ihr wisst, was ich meine, die ganzen Aufschütterungen und so. Okay. Also, ich habe mal eine Frage. Und zwar kann dieses Weizen, bringt das was, wenn das hier angebaut wird? Also hier, wo ich gerade hin tippe. Oder hier. Ich mache das erstmal so zu. So. Okay. Und ich habe mir überlegt, ich würde so eine Chicken Farm machen. Ich habe mir nämlich was überlegt. Und zwar wäre das sehr cool, wenn man so diese Eier, also man macht extra so eine Farm mit Eiern, wo man die ganze Zeit so Eier von den Chickens bekommt. Und dann macht man sozusagen Dispenser und die laufen die ganze Zeit. Und dann hat man da so Eier drin oder man tut die da rein, macht die an und dann kommen da so viele Eier rausgeschossen.
Und dann bekommt man irgendwie, also man hat da 5 Dispenser und in jedem sind immer 16, ja, 16, also, nee, immer Stacks mit 16 Eiern, ne, also man kann das ja natürlich nur bis 16 stacken, und dann kann man halt das nur, und dann, ja, schießt das so oft, bis da irgendwie, wie ein, aua, bis da irgendwie so ein, ja, so ein Ei oder so ein Chicken rauskommt. Und die fließen dann halt direkt ins in so ein Labor oder in so ein komisches Ding rein. Und da werden die halt kaputt gedrückt. Und da hat man das ganze Essen dann. Oder macht halt so, dass man davor steht und dass die dann da alle hingespült werden. Genauso wie mit einer XP-Farm. Das wäre eigentlich sehr cool, weil das wird nämlich auch technisch funktionieren mit Pistons. Dass sie die dann zusammendrücken. Ja, das wäre sehr, sehr, sehr krass, ne? Massaker wäre das dann, aber nun ja. Ist auch so lustig, es gibt so einen Mod für Bucket und für Minecraft normal. Da sind so, da bekommt man Blut, also wenn man irgendwie, wenn man irgendwie was umbringt oder so, Chicken, dann kommt da so Blut. Ich bin zwar nicht der Fan davon, von so, ja, Shootern und dann, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber, ja, einfach mal so, ist auch mal lustig, sowas anderes zu haben. So, oh, es wird schon wieder dunkel, aber ich glaube, das ist relativ gut eigentlich mit den Sonnentag, Perioden oder wie nennt man das? Keine Ahnung. So, 2 Stück habe ich nur noch. Und dann renne ich mal wieder nach Hause. Hat genau gepasst, also jetzt habe ich nicht kein Dirt mehr, oder habe ich noch Dirt? Nee, habe ich nicht mehr. Und jetzt muss ich sowieso pennen gehen. Boah, ich sitze richtig schlecht heute. So, Penny Henny. Mit einem Eimer in der Hand. So, Kopf umgedreht, aber egal. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Dirt nochmal mit. Aus unserer Steinhöhle. Wieder richtig gesagt. Vorher habe ich ja mal Holzhöhle gesagt. Da oben haben wir. Wie viel brauchen wir? So. So viel haben wir auch nicht, ne? Wir müssen mal wieder was farmen gehen oder so. Dirt muss man auch so krass farmen gehen. Ach, schade. Ich dachte, ich hätte das geschafft. Naja. So. Gehen wir abroad und so. Achso, ich dachte, das wäre die Standardmucke von Minecraft gerade. Deshalb habe ich im Moment nichts gesagt. Aber naja, egal. So. Okay, jetzt geht's hier weiter. Übrigens, wo ich das jetzt, also alles, was ich jetzt gerade hier baue, diese gerade Fläche, ne? Hier kommt später diese diese Seeds drauf. So. Zack. So, es dreht sich und wir sind fertig. Fast fertig sind wir. So. Also wie gesagt, ich muss noch mal gucken, wie ich das hier unten mache, ob ich das alles mit Wasser ausfülle oder so, weil im Wasser spawnt ja nichts. Weil ich habe keine Lust, wenn ich hier mal vorbeigehe, dass ich immer da unten so, ja, Mobs höre, die immer da irgendwas rumbrüllen. Immer, immer, das ist doch sehr nervig. So. Sieht schon sehr gut aus. Ich glaube, das wird auch so alles funktionieren. So, das auch nochmal wegruppen hier. So. Zack. Zack. Und der Rest kommt dann alles hier unten an. Okay. Jetzt haben wir hier ein bisschen Fläche, ne? Das wird alles noch begrast hier, begrünt, sage ich immer dazu. Und da ist auch ein schöner Big Tree. Aber das sieht sehr nice aus. Und vielleicht werden wir auch nochmal so eine Äpfelfarm oder sowas machen. Ich habe mir so eine richtig geile mal überlegt, die auch funktionieren wird. Okay, da muss dann einer hin. Das habe ich dann.
Ach Mist. Okay, da muss man immer einen mehr machen. Das habe ich dann. Das wusste ich da nicht. So. Also immer einen mehr. Also nicht das mehr, sondern ein, immer ein Block mehr dahin machen, als jetzt ist. Nicht, dass ihr das falsch versteht, ne? Nein. Weil wenn ich das so hin mache, dann kommt hier kein Wasser hin, ne? Dann fließt das einfach wieder weg alles. Und so fließt das dann alles wieder weiter. So. Ah, Mist. So, ich hätte auch nochmal eine Frage an euch. Und zwar für die Leute, die etwas Minecraft schon ein bisschen länger spielen. Ich habe letztens mir so eine Alpha-Welt, so ein Alpha-Seed rausgenommen. Hat auch alles funktioniert. Nur das einzigste Problem war jetzt, dass ich die Alpha-Welt, als ich die umkonvertiert habe in die Beta, dass die Bäume nicht mehr decayen. Das bedeutet, dass die Bäume nicht mehr weggehen. Ich würde mal gerne wissen, wie man das so machen kann, weil ich hätte noch ein paar Seeds aus der Alpha-Welt, die ich gerne ja, benutzen würde. Das sind so kleine Seeds, die ich mir mal so aufgeschrieben habe, also Wörter halt, ne? Keine Codes, weil die kann man sich sowieso nicht merken. Und ja. So, das ist wieder falsch, weil ich immer vergesse, ein mehr zu machen. Also das mehr, ne? Ein kleiner Running Gag. So, letzte 64 Stacks, da muss ich wieder zurück laufen und mir wieder was holen. So, muss ich wieder so machen, den wegmachen. Und das ist, glaube ich, das reicht dann auch, ne? So. Okay. Hier hinten kommt da was an, ne? Genau. So. Da unten ist so eine Kuh, aber das ist nicht die Kuh, die wir letztens da runtergeschubst haben. Sondern so eine andere. So, jetzt ist die andere Seite dran. Zack. Ich muss wieder was essen. Oder würden wir eigentlich das Hungerproblem im Griff bekommen? Jetzt haben wir zwar nicht so viele Probleme damit, aber wenn wir jetzt irgendwann mal, wenn das Fleisch uns ausgeht, dann nun ja, ne? Dann wisst ihr was, dann heißt es hungern und die XPs sind auch nicht mehr die gleichen. Da muss man immer sterben und so. Und ich glaube, in diesem Let's Play bin ich schon noch keinmal gestorben, ne? Das ist eine gute Quote. So, ich glaube, das reicht so lang aus. Also, das reicht, glaube ich, bis hier hinten aus noch. So. Okay, hier habe ich vergessen noch. Ach so. Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Doch, doch ein Stack habe ich noch. Habe ich ganz übersehen. Alle zurücklaufen hätte ich jetzt wieder keine Lust drauf. Ja, jetzt kommt wieder Haut nicht raus hier. So. Zack. So. Alles klar, bis jetzt sieht es sehr gut aus. Das ist, glaube ich, unnötig hier, ne? Genau. Nochmal alles nachprüfen. Das ist auch unnötig, das auch. Ich habe das immer so gebaut, damit ich da weiterbauen kann. Also damit ich da, ne? Damit ich auch da drunter den Block noch bauen kann. So. Zack. Hier auch nochmal. Den hier auch nochmal. Und den. Und jetzt könnten wir ja vielleicht auch nochmal austesten. Ich hole mir nochmal kurz ein bisschen. Oh, bis jetzt sieht es sehr gut aus, ne? Ich glaube, das wird ein bisschen viel sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall, diese ganze Mühe und diese ganze Arbeit hier. So. Ich renne nochmal nach oben da.
Oh, und hier ist was jetzt gewachsen, das ist cool. So, nach oben springen hier, springen. Und dann sind wir hier. Dann haben wir hier mir auch nochmal hier eine Wasserquelle. Okay. Knack, und das Bein gebrochen. Das ist sehr schön. Das macht man auch immer sehr gerne. Knack. So, hier auch nochmal. Jetzt haben wir eine unendliche Wasserquelle. Und wenn ich jetzt hier nochmal so... ja, das ein bisschen eingrenzen würde, sage ich mal. Oh. Ich habe nämlich vergessen, dass ich das einen nach hinten machen muss. So. Genau so. Okay, dann geht das auch so. Und jetzt kann ich auch mal gucken. Ich müsste das irgendwie zumachen oder so, weil das sehr nervt hier. Ich könnte ja mal... ah, nee, komm. Das wird, glaube ich, funktionieren. Okay. So, jetzt bräuchten wir... was müssen wir als nächstes machen? Wir haben jetzt zwar noch nicht so viel davon, aber wir können ja immer mal wieder aufschütten. Ich mach schon mal... ach, Mist. Ja, so, okay. Das auch nochmal weg hier. Okay, 57 Stück schon, das ist sehr viel. Das ist natürlich sehr cool, wenn das so viel ist. Weil da können wir mal sehr viel anbauen. So. Jetzt haben wir noch 41. Ich glaube, das Ganze wird, glaube ich, nicht reichen für die ganze Bahn hier. So, das auch nochmal. Wegruppen. So, das auch nochmal. Ihr seht, das Ganze wird hier ein bisschen nass und dann wird das so ein bisschen dunkler. 17 Stück haben wir jetzt noch. Mal gucken, ob es reichen wird. 1 fehlt, egal. Den können wir ja nochmal so wegmachen, damit das ein bisschen besser aussieht. Und so wird das eigentlich alles dann auch bis nach unten aussehen hier. Ja, also von hier bis nach da unten. Zack, bis nach da unten irgendwo. Und ja. Okay. So.